Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dishonored 2. Beim letzten Mal, ja, sind wir im Eddermeyer-Institut angekommen und haben dort, nun ja, uns ein bisschen nach dem Kronenmeuchler umgesehen, der ja irgendwo von hier gekommen sein soll. Und wir haben auch herausgefunden, wer der Kronenmeuchler ist. Nämlich die gute Frau Dr. Hypatia selbst. Sie hat versucht, ein Serum zu entwickeln, mit welchem sie die Bergarbeiter heilen wollte, hat das an sich selbst getestet. Und ja, es hat daraufhin eine zweite Persönlichkeit entwickelt, von der sie selbst gar nicht so richtig was weiß, wie es scheint. Und ja, ist dadurch zum Kronenmeuchler geworden. Und wir hatten jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten, was wir tun wollen. Erstens, wir hatten ja Vasco getroffen und wir hatten jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen das, was uns Vasco vorgeschlagen hat. Der hat nämlich nach einem Gegenmittel geforscht und hat das eventuell auch fertigstellen können. Allerdings war er selbst schon zu schwach, um das überhaupt noch... Ja, beziehungsweise dann vom Kronenmeuchler getötet, um das überhaupt noch anwenden zu können. Oder wir bringen den Kronenmeuchler, also die gute Dr. Hypatia, den Vizeaufseher überlassen sollen. Einfach um. Ist ein Feigling. Ich glaube, die ist aber noch in ihrem Räumchen da hinten, hoffe ich mal. Und ja, ihr durftet euch ja entscheiden und ihr habt euch dafür entschieden, dass wir das mit dem... Ja, dass wir das mit der Heilung mal versuchen. Ich meine, es gibt immer Nachteile. Es kann passieren, dass die Heilung nur kurzzeitig ist und die gute Frau wieder zum Kronenmeuchler wird, aber dann können wir sie eigentlich immer noch erledigen. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns erstmal raus hier und schauen mal, kann man hier gar nicht spähen? Scheinbar nicht. Und schauen mal da unten, was wir denn eigentlich oder wo das Heilmittel liegt und ob man da noch irgendwas mitmachen muss. Ich glaube, da waren wir hier drin nicht schon? Ah doch, genau, hier haben wir mit Hamilton gesprochen. Das heißt, hier dürfte an sich auch keiner mehr groß rumsitzen, oder? Außer Hamilton selbst. Ja, stimmt, da hinten hatten wir ja das ganze Zeug von Vasco schon gefunden gehabt. Wir hatten bloß noch... Ach ja, genau, wir brauchten... Wir haben die Safe-Kombination gekriegt und ich schaue nur noch mal ganz, ganz kurz nach. Die Safe-Kombination für Vascos... Weil es ist ja für mich jetzt ein bisschen länger her. 071. Hoffentlich ist es da drin. Dann stellen wir das mal ein. So, 0. Gut, dass man das nochmal nachgucken kann. Gut, im Notfall hätte ich bei mir nochmal nachgucken können. Gott, darf ich ja hier viel drehen. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man nicht einfach die Zahlen einstellen kann. Das würde viel schneller und einfacher gehen, aber okay. Okay, Eddermeyer-Tinktur. Ja gut, lasse ich jetzt mal liegen. Und Vascos Tagebuch. Dieses Mal muss es klappen. Ich bin sicher, die Dosierung stimmt. Und ich habe nur eine einzige Chance. Alle festen Zutaten, darunter die Aluminiumsalze, gemeinsam zermahlen. Erledigt. Etwas Eiweiß hinzufügen. Aus der Küche muss nur diskret sein. Erledigt. 2 Wochen lichtgeschützt im Tresor aufbewahren, um die Basis des Serums zu aktivieren. Eine halbe Spritzenladung mit verunreinigtem Blut eines verseuchten menschlichen Leichnams hinzufügen. Wenn Dr. Hypatia bei Verstand wäre, würde sie hier wohl widersprechen. Aber seit die Garde das Eddermeyer abgeriegelt hat, wurden mehrere Männer von Blutfliegen getötet. Sie können genauso gut mit dem Allgemeinwohl dienen. Alle vorherigen Blutproben waren vielversprechend. Ich darf mich nur nicht vom Hausmeister erwischen lassen. Ah ja, der hat ihn ja verfolgt. Finale Mischung erhitzen, sobald wie möglich injizieren. Okay. Das Buch ihres Assistenten. Dann schauen wir mal. Habe ich denn den Schlüssel? Ah ja, ich glaube, ich habe den Schlüssel von ihm bekommen, ne? Ja. Okay, dann schauen wir mal. Da haben wir die Spritze, das Grundserum. Und da brauchen wir jetzt noch infiziertes Blut für. Na, ob das so eine gute Idee ist. Vascos Tagebuch, Monat der Netze 1851. Letzte Nacht kam sehr spät noch eine Patientin und klagte über Sand in den Augen. Die gute Frau Doktor ruhte bereits. Endlich. Also übernahm ich den Fall. Nach genauer Untersuchung stellte ich fest, dass die Ursache Silberstaub aus dem Bergwerk war. Um den Tränenfluss der Augen in Gang zu bringen, mischte ich Glycerin und Pfefferöl und wollte die Augen danach sofort ausspülen. Das Brennen war wohl ziemlich stark, denn die Patientin litt sehr und ließ keine weitere Behandlung meinerseits zu. Doch der Tränenfluss dürfte ausreichen, sodass ihre Augen bis zum Morgen wieder frei sein müssten. Ich erkläre meine Idee zum Reinigen von der Augen von Sand zu einem vollen Erfolg. Ich könnte die Rezeptur verkaufen. Genau das Richtige, um Staub und Partikel aus den Augen zu entfernen. Vascos Rezeptur für Augen und Ohren. So werde ich es nennen. Schnell und effektiv. Natürlich nur mit Dr. Alexandra Hypatias Erlaubnis. Sie weiß es am besten. Ja, der hat er auch gearbeitet für die ganze Geschichte. Oh, guck mal, hier ist noch was. Ein Audiograph. Ich verstehe es endlich. Es gibt etwas in Hypatia, das ihr nicht einmal bewusst ist.
Es war schon immer da, in ihrem Geist. Es übernimmt sie und zwingt sie, mehr von dem Originalserum zu nehmen. Mit gewisser Regelmäßigkeit. Der Herzog hält sie hier gefangen. Und wenn ich recht habe, gibt er ihr niederträchtige Aufträge. Hypatia ist der Kronenmeuchler aus den Zeitungen. Sie geht und kehrt mit blutigen Fußspuren zurück, aber es gibt ein Heilmittel. Ein Gegenserum. Ich will es ihr verabreichen, sobald ich meine Notizen aus dem Safe in der Krankenabteilung habe. Hallo? Oh, Alexandria. Ich hab gerade... Sie sind es. Ja, Vesco, mein Liebster. Sie wurden entdeckt. Und nun stehen ein paar Experimente an. Ich sorge dafür, dass es angenehm wird. Eieiei, rückwirkend betrachtet ist das auch die gleiche Stimme, die wir damals gehört haben, als Sokolov entführt wurde beim Audiographen. Okay, wo kriegen wir denn jetzt Blut her? Da ist ein infizierter Körper drin. Da sind ja wahrscheinlich auch Blutfliegen, oder? Ja, da oben sind noch mehr, aber ich glaube, die sind eine Etage drüber. Ist hier ein Nest irgendwo? Ja, ich glaube... Nee, das ist kein Nest. Hier gibt es noch eine Tür, sehr schön. Da sind eine Menge Blutfliegen. Da oben ist das Nest. Gibt es hier irgendwas, womit ich brennen kann? Die beiden haben wir beim letzten Mal erledigt, ich erinnere mich. Gibt es hier irgendwas Brennbares? Ja, sonst vielleicht kann ich die Blutfliegen auch einfach lassen. Ich weiß nicht, ob ich die entferne. Oh Gott. Naja. Ich meine, vielleicht kann ich die Blutfliegen auch einfach ignorieren. Ja. Ich meine, irgendjemand sollte sich mal um die Viecher kümmern, das ist klar. Ekelhaft. Aber ich will jetzt auch nicht auffliegen, weil ich jetzt anfange, hier die Blutfliegennester irgendwie zu zerschießen. Muss ich ehrlich sagen. Nee, das muss nicht sein. Ich lasse die mal hier drin. Solange die hier drin sind, sind die ja nicht weiter gefährlich. Die muss mal irgendjemand ausräuchern nach Möglichkeit. Ich sollte es vielleicht nicht tun. So. Jetzt noch erhitzen, soweit ich mich erinnere, ne? Ja, erstmal rein das Zeug natürlich. Na, hoffentlich funktioniert das. Es wird nicht nur schlimmer. Okay, und jetzt erhitzen. Destillieren quasi. Da verdampft ja alles. Das ist eine sinnlose Destillation. Aber vielleicht muss es erhitzt werden, um zu reagieren. Das kann ja auch sein. So, und dann nehmen wir uns das Zeug wieder. Ich hoffe, das klappt. Geschafft. So. Und damit jetzt wieder zurück zu der guten Alexandria und ihr irgendwie das Zeug verabreichen, ohne dass sie was mitkriegt. Sehr schön. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Das heißt, wir müssen uns möglichst von hinten natürlich an sie heranschleichen, ohne dass sie irgendwas merkt und sie erwischen. Ich hoffe mal, sie ist noch in ihrem abgeschlossenen Bereich. Ich meine... Also was heißt abgeschlossen? Das Ding ist ja nicht wirklich abgeschlossen, das ist ja das Problem. Deswegen müssen wir mal ein bisschen gucken. Oh, liegt da noch ein Blutstein? Ja, den nehme ich mir doch noch. Zack. Ja, um die Knochenartefakte kümmere ich mich gleich. So. Frage ist, wo ist sie? Ist sie oben oder unten? Da unten. Hat sie mich gerochen? Das wäre schlecht. Okay. Jetzt komme ich nicht so wirklich an sie ran. Warum hätte sie nicht da unten bleiben können? Verstecken Sie sich etwa und ich hab die... lassen sich ein? Woher weiß sie, dass ich da bin? Komme ich vielleicht von hier oben irgendwie auf sie runter? Ich hoffe, sie kommt jetzt nicht nach oben. Das wäre das Worst-Case-Szenario. All das Schwertöl, aber versteckt sich wie ein gewöhnlicher Dieb. Und? Renn das Zeug. Hallo, jawohl, okay. Sehr schön. Nein, nein, nicht ins Bett. Ich gehe nicht.
Ich geb's nicht zurück. Na, hoffentlich hat das geklappt. Reden wir mal mit ihr. Dr. Hypatia? Ja. Tut mir leid. Mir geht's nicht so gut. Vielleicht habe ich mir was eingefangen, als ich mit ansteckenden Proben hantiert habe. Nein, sie wurden vergiftet. Aber es müsste jetzt besser werden. Ich habe Notizen gefunden und ein Gegenmittel gemischt. Vergiftet? Keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Wenn Sie ein paar Tage Ruhe brauchen, kommen Sie zu uns. Ich wohne mit einem Freund auf einem Boot, der Dreadful Whale. Okay. Sonst noch was? Ich muss mich ausruhen. Alles klar, okay. Gut, wir gucken uns hier mal noch ein bisschen um, Alter. Hat sie an denen herumexperimentiert? Ach, guck mal, und hier ist Vasco. Und der hat auch noch was dabei. Ich weiß, ich sterbe. Gequält, gescheitert. Ich konnte Dr. Hypatia nicht vor sich selbst retten. Wenn jemand das hier findet, dann geben sie nicht ihr die Schuld. Sie weiß nicht, was ihr anderes Ich tut. Sie kennt dieses Monster nicht. Wenn ich nur mutiger gewesen wäre, hätte ich sie heilen können. Falls es nicht zu spät ist, flehe ich sie an, ihr das Gegenmittel zu geben. Die Anweisungen sind in meinem Tresor. Die Kombination lautet 071. Okay, das wussten wir ja schon. Alles klar, gut, sie sitzt da jetzt erstmal und wir gucken uns hier mal ein bisschen um. So, was haben wir denn eigentlich noch? Ja, wir haben noch zwei Runen und ein verderbtes Knochenartefakt hier gleich in der Nähe. Das nehmen wir uns natürlich dann gleich mal mit. Hauptsache hier sind auch ein Haufen Ratten. Oh, und ein Bild, guck mal. Von der guten Dr. Hypatia. Sehr schön, und ein Audiograph. Gut, dass Sie Anton Sokolov gefunden haben. Der alte Mann ist bei Kirin Jindosh, der ihn zerbricht und ihm all seine Geheimnisse entlockt. Wer weiß, welche Wunder der Naturphilosophie Jindosh mit Sokolovs zusätzlichem Wissen noch preisgeben wird. Aber es wird Zeit für Sie, wieder hervorzutreten. Zeit zu spielen. Wir benötigen Ihre besonderen Talente. Der Doktor wird nach Dunwall reisen, da Ichabod Boyle als Nächster auf der Liste steht. Beeilen Sie sich und lassen Sie es unschön werden. Geben Sie den Zeitungen was zum Schreiben und den Leuten Nahrung für ihre Albträume. Okay, ich meine, das ist jetzt nochmal die Bestätigung, dass ja der Herzog selbst dahinter steckt. Das war uns ja aber fast irgendwie klar und wir wissen, Sokolov ist also bei Jindosh. Ich glaube aber, das hatte uns die gute Hypatia beim letzten Mal schon gesagt, oder so. Wir haben hier ein verderbtes Knochenartefakt. Irgendwas mit Atem. Gestohlener Atem. Gegner mit Weitreichen anzuziehen ist jetzt heimlich und leise. Weitreichen verbraucht mehr Mana. Weitreichen ist diese eine Fähigkeit, die wir lernen können. Wisst ihr was? Die nehmen wir mal. Ich weiß gar nicht, können wir die skillen theoretisch? Das ist interessant nämlich. Warte mal, Weitreichen ist diese Fähigkeit hier. Also beziehungsweise, das ist die Fähigkeit, die wir schon haben. Aber wir können sie ja dazu übergehen, dass wir Objekte und Gegner ziehen können. Ziehe Objekte zu dir hin und fange sie oder gehe zur Seite, um sie vorbeifliegen zu lassen. Herbeigezogene Ressourcen werden automatisch in dein Inventar gelegt. Objekte, die getragen werden können, musst du in die Hand nehmen. Ziehe eine Flasche herbei und wirf sie danach als Ablenkung. Herbeigezogene Waltanks kannst du als Sprengwaffen verwenden. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil wir brauchen ja noch dieses eine Knochenartefakt da unten. Und wenn das jetzt wirklich... Also gilt das nur für Gegner oder auch, ich denke mal, auch für Objekte, oder? Gegner mit Weit ist jetzt heimlich und leise. Steht Gegner. Weitreichen verbraucht mehr Mana bei allen Anwendungen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich würde mal sagen, pass mal auf, wir machen das so. Ich vermute mal, also wir werden es gleich mal ausprobieren einfach. Ich vermute mal, dass das Weitreichen auch für Artefakt oder für Gegenstände wirkt, weil im Endeffekt ist das ja mehr oder minder eine ähnliche Funktion. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen Objekte ziehen. Zack. Das heißt, wir können uns nämlich die Rune relativ simpel holen da unten, die wir schon gesehen hatten, ohne jetzt groß was zu machen. Und jedes Mal, wenn wir die Fähigkeit benutzen, werden wir einfach das Knochenartefakt aktivieren. Ich will halt nicht das Weitreichen. Ich benutze Weitreichen selten für Objekte ziehen oder Gegner ziehen. Aber wenn es sich anbietet, kann man das ja dann mal nutzen. Bloß ich will halt nicht auch bei den normalen Teleportationen mehr Mana verbrauchen. Sokolovs Entführung.
Meine Liebe, der Dockhauptmann hat soeben Sokolov gesichtet, kennt seine Gewohnheiten. Sagt, Sokolov kauft gallenweise Walblut von den Schiffen, wohl für Pigmente. Sie scheinen ähnliche Interessen wie das alte Genie zu haben. Laden Sie ihn doch wie abgemacht auf einen Besuch ein. Je früher, desto besser. Vermutlich lebt er auf einem Boot in der Bucht, aber Sie können seiner Fährte sicher folgen. Verwahren Sie ihn im Edermeier, tun Sie ihm nicht weh, sonst ist er nutzlos für uns. Doch falls Sie hungrig sind, der Dockhauptmann hat seinen Zweck erfüllt und sein Stellvertreter hat mir kürzlich einen Gefallen getan. Luca. Naja, wie nett. So, jetzt weiß ich nicht, welche von den Zeitungen wir schon gelesen haben. Das ist auf jeden Fall eine neue, glaube ich. Kronmeuchler mordet weiter. Wo es Widersacher von Kaiser Emily Caldwin gibt, lassen auch die grässlichen Taten des Kronmeuchlers nicht lang auf sich warten. Die ersten Opfer waren Bürger aus Karnaca. Besonders hervorzuheben wäre Corey Brockburn, der zu den ersten offenen Kritikern der jungen Caldwin gehörte. Nur einen Monat nach der Verabschiedung ihres Farmpächtergesetzes drängte Brockburn das Parlament in Gristle, ein Misstrauensvotum abzuhalten. Jeden Erlass aus dem Dunwall Tower studierte er genau und ließ stets heftige Angriffe darauf folgen. Nach Brockburns furchtbarem Tod starben noch weitere in Karnaca, die als alte Feinde der Familie Caldwin galten. So unter anderem Janice Tynes, ehemalige Redakteurin beim Karnaca-Anzeiger. Eine Woche, nachdem sie Emily mit ihrem bissigen Leitartikel eine Kaiserin nur dem Namen nach genannt hatte, wurde Tynes tot in ihrem Büro aufgefunden. Mehrere fehlende Gliedmaßen sind bis heute nicht wieder aufgetaucht, Alter. Danach breitete sich die Mordserie auch auf andere Teile des Kaiserreichs aus. Das bisher letzte unter dutzenden Opfern ist Ichabod Boyle, ein angesehener Geschäftsmann aus Dunwall, der den Verein gegen Rationierung gegründet hatte, um Kritik an den jüngsten kaiserlichen Erlassen zur Verteilung von Walöl zu üben. Alles klar. Krass. Und die, haben wir die schon gelesen? Doch, genau, das ist die wir schon gelesen hatten. Okay, na gut, das mit Boyle, wie gesagt, das haben wir ja mitgekriegt. Das war ja kurz bevor Delilah ankam. So, wir müssen jetzt eigentlich nur noch raus. Ich würde natürlich aber gerne noch die letzten beiden Runen schnappen. Ich meine, zwei Runen sind nicht schlecht. Mit denen kann man schon was machen. Ich glaube, das nächste Sinnvolle werde ich erst ab 4 Runen skillen. Ich glaube nämlich am sinnvollsten ist vielleicht diesen Schattengang zu skillen. Der ist, glaube ich, sinnvoller. Die eine Rune hatten wir, wie gesagt, gesehen. Und bei der anderen müssen wir dann gleich mal gucken, wie wir am besten an die rankommen. Diesmal habe ich die Tür nicht offen stehen lassen. Mensch, ich bin gut. So, wie gesagt, Gegner. Wir haben uns ja um die meisten Gegner gekümmert. So, ich glaube, das war die Rune, die wir beim letzten Mal schon gesehen hatten. Ich weiß halt nicht, wie laut die Schritte wirklich sind. Und ich glaube, genau, das war da drüben. So, ich guck mal jetzt gleich einfach, wie viel mehr Mana das verbraucht und ob es auch permanenter Mana-Verbrauch ist. Moment, so. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz auf Knochenartefakte. Wechseln mal gegen gestohlener Atem aus. Ich speichere vielleicht aber vorher mal. So. Da unten ist nämlich das Ding. Wie gesagt, das Problem ist, dass hier ja eine ganze Menge Gegner sitzen. Und wir können halt maximal 3 miteinander verknüpfen. Und sind halt 4 Gegner da. Wenn ich jetzt aber natürlich einfach mir die Rune da schnappe. Das ist das Ding, genau. Ich mir jetzt aber natürlich einfach die Rune da schnappe. Ich dachte schon, ich höre Blut fliegen. Hep. Hat keiner was mitgekriegt. Ja, jetzt gibt's. Okay, jetzt gibt's auch tatsächlich. Ich meine, wenn das einfach nur mehr Mana-Verbrauch gewesen wäre, wäre eine Sache gewesen. Aber wenn das tatsächlich sogar zu insgesamt Mana-Verbrauch führt, dann ist das natürlich nicht ganz so geil. Würde ich sagen, ich meine, das ist ja auch ein bisschen der Sinn von Knochenartefakten, dass man die an- und ablegen kann. Ich bin da kein großer Freund von, für jede einzelne Situation das zu machen. Aber ich denke, an der Stelle ist es vielleicht gar nicht blöd, das zu tun. So. Und die letzte Rune ist unten. Und wenn ich mich erinnere, war die im Keller, oder? Und da müssen wir nämlich gleich mal was gucken. Erstmal in dem Raum waren wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Da war noch irgendwo ein zweiter Typ, wenn ich mich erinnere. Ah, der ist da drüben. Okay. Den erledigen wir mal. Dann können wir uns auch hier umgucken. Das war knapp. Mein Freund, das tust du besser nicht nochmal. So. Eine Eddermeier-Tinktur. Oh, warte. Zack. So, ich hatte hier gerade schon ein Buch gesehen. Mehr als schwarzer Husten von Ungar Poltomi. Eine vollständige Liste der Symptome durch das Einatmen von Staubpartikeln in der Luft. Ja, geht ja hier auch um die Bergwerke wieder, von denen wir jetzt schon einiges gehört haben. Jedes der folgenden Symptome tritt nach anhaltender Belastung durch Bergwerksstaub alleine oder in Kombination auf. Husten, Niesen, Genickschmerzen, Augen,
Nekrose, Mangelerscheinung, Pleuritis, Lungenverschmutzung, Hörverlust, schwarzer Husten, Blutspucken, Verwirrung, Pneumonie, Appetitlosigkeit, übermäßiger, was? Also das kann wohl kaum gleichzeitig auftreten, Zittern, Bartholomäusstarre, Apoplexie und, ja gut, der Tod. Falls eines oder mehrere Symptome, vor allem der Tod, auftreten, empfehle ich frische Luft und einen Monat Kur am Wasser. Staub und Partikel aus der Nase und den Ohren saugen. Gekochte Zwiebeln und Leinkraut auf die Brust legen. Diese Maßnahmen sollten die Beschwerden lindern, besonders wenn sie miteinander kombiniert werden. Alles klar. So, bei dem Typen da drüben, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da muss ich ein bisschen was zu dem erzählen, weil der ist ein bisschen tricky, beziehungsweise der ist ein bisschen gemein. Aber wir lesen erstmal Shinderays Geschenk, eine Studie von Emora Clipswitch. Über die Auswirkungen. Oh, Moment, das haben wir schon gelesen. Da bin ich mir. Das haben wir auf dem Schiff schon gelesen, oder? Ja, da gab es nämlich keinen extra Eintrag im Tagebuch. Das habe ich sofort gesehen, dass wir das auf dem Schiff schon gelesen haben. So, das Problem bei dem Typen ist. Der steht ja da neben seinem Hund und spielt ein bisschen mit dem. Das Problem ist folgendes. Wir könnten uns jetzt an den Typen anschleichen, dann würde uns der Hund sehen. Jetzt würde man ja denken, sollte ja eigentlich keinen Unterschied machen, ne? Das Problem ist, das Spiel macht da einen Unterschied. Wenn uns der Hund sieht, ist automatisch auch die Wache alarmiert, obwohl es halt eigentlich keinen Sinn ergibt, weil der Hund vorher auch die ganze Zeit bellt. Deswegen lohnt es sich nicht ranzuschleichen. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich schieße ihm einen Bolzen rein. Das Problem ist, wenn wir das machen und er unglücklich fällt, dann, obwohl das scheinbar Sicherheitsglas gegen Hunde ist, kann das Glas splittern und der Hund kann rauskommen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock. Da der aber die ganze Zeit einfach da rumsteht, würde ich einfach sagen, wir ignorieren den Typen. Bist du schon tot? Hier ist nix. Sehr schön. Das ist halt tatsächlich so eine Sache, die muss man einfach wissen. Weil ich finde das halt ein bisschen dämlich, dass da diese... Oh, da ist ja einer. Dass da diese Dinge passieren können. Vielleicht sollte ich den mal ausschalten. Ich meine, der schläft. Aber bevor irgendwas passiert, schalte ich den mal sicherheitshalber aus. Sorry, Kollege. Aber du kannst ja weiter schlafen. So, Tagebuch von Corporal Valdez. Eine Granate. Was haben wir denn hier? 6 Monate ist es nun her, dass ich meinen Dauerposten im Ellermeyer bezogen habe. Ich bin nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee war. Zuerst habe ich die Isolation genossen, weil ich dabei so tun konnte, als hätte ich meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Aber inzwischen ertappe ich mich, dass ich singe, nur um die Stille zu brechen. Ich inspiziere alles genau und rieche daran, bevor ich einen Bissen nehme. Wenn ich mit dem Wasser aus dem Reservoir des Ellermeyer dusche, fühle ich mich nicht sauber. Als seien die Krankheiten direkt ins Gemäuer gesickert. Es sind so viele Menschen hierher gekommen, so viele Jahre lang. Und sie hatten nicht nur Krankheitserreger, sondern auch Leiden des Geistes. Das hinterlässt Spuren an einem Ort, selbst nachdem die Patienten geheilt oder gestorben sind. Und ich konnte Ärzte noch nie leiden. Sie haben einen ganz eigenen Geruch und mustern einen, als sei man nur ein Haufen Organe. Wahrscheinlich bin ich schon krank, habe zu lange diese kalte, feuchte Luft eingeatmet. Es ist schwer zu glauben, dass die Leute einmal hierher gekommen sind, um gesund zu werden. Inzwischen hat das Ellermeyer etwas mehr von einer Gruft. Vielleicht schiebe ich Wache auf dem Dach, genieße die Sonne, solange ich kann. Okay, tu das mal. Nicht abgeschickter Brief an die Familie. Für Emma, Philipp und den kleinen Edgar. Seit meinem letzten Auftrag im Ellermeyer hat sich nicht viel geändert. Ich habe nur einen anderen Vorgesetzten und der ist doppelt so streng. Es ist komisch, es gibt rein gar nichts zu tun. Außer der Ärztin ist niemand hier und die geht nur ihrer Forschung nach. Vielleicht brauchen sie die Wachen wegen der seltsamen Geräusche, die ich nachts höre. Nicht das übliche Knarzen und Knacken, das Gebäude so machen. Ständig rechne ich damit, gleich etwas Schreckliches zu entdecken. Aber keine Sorge, in ein paar Tagen bin ich zurück. Wenn ihr diesen Brief kriegt, dann kauft euch ein schönes fettes Huhn. Seid brav, euer Vater. Ich hoffe, es war nicht der, den ich gerade umgehauen habe, aber ich habe ihn ja nicht getötet. Oh, sehr schön, Betäubungsbolzen. So, ich glaube, hier ist der Typ direkt davor. Oder? Achso, mehr oder minder. Ist doch ein ganz schönes Stück. Ich würde da trotzdem nur ungern rausgehen. Deswegen gucken wir uns hier mal noch so ein bisschen um. Können da oben, ja, können da nämlich oben lang. Ich meine, ein bisschen was weiß ich natürlich, das muss man ganz klar sagen. gibt es hier unten irgendwas Interessantes? Dafür habe ich ja diese Fähigkeit. Da liegen ein paar Münzen, aber wegen ein paar Münzen gehe ich jetzt nicht extra runter. Walöl. Sind das Münzen? Oh ja. Sah erst aus wie irgendwie was zum Tresor gehört. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber es sollte er eigentlich nicht hören. So, sonst noch was? Ja, komm, ein paar Trauben können wir mal essen. Nach der ganzen Aufregung hier.
vielleicht gar nicht so schlecht. So, was haben wir hier noch? Hier mal halt noch einen weiteren Gang. Da kommen wir, glaube ich, zu den Hunden, wenn ich mich nicht irre. Aber ganz ehrlich, warum sollte ich da hin? Okay, wir haben mal geholt, was wir wollten. So, da müsste ich halt, glaube ich, auch die Tür für zerstören. Ja, da kommen wir tatsächlich zu den Hunden. Da sind die Hundezwinger. Ja. Ich meine, wir haben, glaube ich, die wichtigsten Sachen hier. Vor allem die Betäubungsbolzen sind halt ganz gut. So, was ich jetzt machen will, ich hoffe, ich komme hier einfach raus, ohne dass er es merkt. Was ich jetzt noch machen will, ich sage erstmal die Tür wieder zu. Sehr gut. Ich will natürlich mir noch die letzte Rune holen. Die ist da unten. So, und wir könnten jetzt natürlich denken, fahren wir doch einfach mit dem Fahrstuhl runter. Alter, jedes Mal, ne? Fahren wir doch einfach mit dem Fahrstuhl runter. Wie wir sehen, ist der Keller geschlossen. Ich glaube, wir hatten es auch gelesen. Wir können also nicht in den Keller fahren. Und man muss ganz klar sagen, es ist ein bisschen tricky. Es gibt insgesamt zwei Wege rein. Ich glaube, einer der Wege, der ist von außen. Dafür muss man im Prinzip... Oh Gott, jetzt müsste ich lügen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dafür, damit das klappt, muss man sich in den Fisch reinversetzen. Aber das kann man, glaube ich, nur mit Corvo und kann dann irgendwo durchschwimmen, wenn man das Wasser erhöht hat. Und ich meine, das ist für uns leider nicht möglich. Ich verrate es jetzt einfach nur mal. Und die andere Geschichte, die wir machen können... Ich will nur weiter hochgehen, damit keiner mitkriegt, wenn ich den Fahrstuhl gleich höre. Hat nämlich was mit diesem blöden Fahrstuhl zu tun. Also ich glaube, hier hatten wir ja alles ausgeschaltet soweit, ne? Genau. Wir holen mal ganz kurz den Fahrstuhl. Und gehen dann ein Stockwerk über den Fahrstuhl. Öffnen die Luke hier und warten mal ganz kurz, dass er kommt. Denn, das ist ein bisschen tricky, da muss man erstmal drauf kommen. Da oben, seht ihr das? Das werden wir jetzt mal abschießen. Ich meine, ich glaube, man kann es theoretisch auch mit dem Schwert, aber ich passe jetzt lieber ein bisschen auf. Zack, zack. Dann fährt der Fahrstuhl nach unten. Also fährt, in Anführungsstrichen. Er fällt nach unten. Und, ja, fällt im Prinzip bis in den Keller, wo er eigentlich mal gefahren ist. Und wir können in den Keller. Das Ding ist, man muss bloß aufpassen. Das ist natürlich ein riesiger Krach. Das heißt, wenn hier noch Wachen bei Bewusstsein sind, was ja auch durchaus welche draußen sein können, dann werden die jetzt natürlich alarmiert. Das heißt, man muss hier ein bisschen aufpassen, wenn man jetzt natürlich... Da ist zum Beispiel jetzt eine Wache, glaube ich. Die ist vorher da nicht. Hat er hier mit seinem Hund irgendwas... Hoppala. Hat er hier jetzt... Ach, das ist der vom Hund. Warte mal, ich glaube, ich erledige den mal ganz kurz, bevor der mich noch weiter stört. Er ist halt jetzt aufmerksam. Das war schon wieder viel zu knapp. So. Weißt du was, dich nehme ich mal... Wohin nehme ich denn dich am besten mal mit? Weißt du was, dich lege ich zu deinem Kollegen hier drüben. Ich muss halt jetzt bloß aufpassen. Oder hier einfach rein. Das sollte ja keiner mitkriegen. Ich glaube tatsächlich, Großpatrouillieren tun ja eh keine mehr. Außer ich glaube an ein paar wenigen Orten noch. An ein paar wenigen Orten noch im... außerhalb, im Außenbereich. So, und jetzt können wir nämlich hier unten lang. Ist ein bisschen tricky, habe ich beim ersten Mal eine ganze Weile für gebraucht, um das rauszukriegen. Aber jetzt sind wir im Fundbüro. Und können hier natürlich noch das ein oder andere mitgehen lassen. Unter anderem natürlich die Rune, die ich natürlich gerne finden würde. Das wäre was, trocken und warm. Trocken ist es ja hier nun nicht. Hier haben wir noch ein Bild von Sokolov. Sehr schön. Oh, Vera Moreys Tagebuch. Oh, und da ist die Rune. Gucken wir mal. 12. Tag der großen Kälte 1810. Monat der großen Kälte 1810. Mein Arzt sagt, ich sollte Tagebuch schreiben. Es wird mir gut tun, über mein Verhalten und meine Taten zu reflektieren. Er sagt, das Zeichen auf meiner Hand sei lediglich eine Tätowierung oder ein Geburtsmakel und dass es den Jungen mit den schwarzen Augen nur in meinen Kopf gibt. Ha, Schwachköpfe. Ich habe herausgefunden, wo der Verwalter den Whisky aufbewahrt. Ich habe eine Flasche in mein Zimmer geschmuggelt. Das war einfach. Ich könnte bestimmt einen ganzen Wal unter meine Jacke stopfen, die Gavotte tanzen und niemand würde es merken. Was würde mein süßer Arzt dazu sagen? Oder mein langweiliger alter Ehemann? Meine Güte, Vera, was hast du jetzt schon wieder getan? Murmel, murmel, wie siehst du nur aus?
16. Tag, Monat der Herdfeuer, 1810. Ich muss zurück nach Hause zu meiner Sammlung geschnitzter Knochen. Sie sind so schön, ich habe sie den ganzen Weg von Pandüsschen mitgenommen. Wie warm sie sich in meiner Hand anfühlen. Sie haben Macht, etwas, dessen Beherrschung ich erlernen könnte. Deshalb versuche ich wieder eine richtige Lady zu sein, mit sauberen Nägeln und einem parfümierten Taschentuch. Mein Arzt sagt, wenn ich mich bis Ende des Herdfeuer benehme, schicken sie mich vielleicht nach Hause. Also lächle ich und knickse. Und bitte nachmittags um Tee, kämme meine Haare, trinke meine Medizin und versuche die Wärter nicht zu beißen. Okay, sie hat ganz offensichtlich ein Mal des Outsiders. Ich frage mich gerade, Vera Morey sagt mir irgendwas, aber ich kann die Person jetzt ehrlich gesagt gerade nicht zuordnen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir sie in Dishonored 2 oder in Dishonored schon gehört haben. Ihre Habseligkeiten. Zweiter Tag, Monat der Saat, 1810, Guss. Anscheinend ist unser besonderer Gast, Miss Vera Morey, wahnsinnig geworden. Sie wurde auf der Beobachtungsstation eingewiesen und erhält rund alle 3 Stunden eine kalte Dusche. Einer der Ärzte hat erzählt, dass sie auf einer Expedition nach Pandüsschen vielleicht an einer unbekannten Krankheit erkrankt ist. Noch eine exzentrische Aristokratin, die ein besseres Leben führen will als gewöhnliche Bürger wie wir. Jedenfalls waren noch einige Dinge in ihrem Zimmer, die verstaue ich bei den Fundsachen im Keller, bis sie zu ihrem Mann zurückgeschickt wird. Der wird überrascht sein, da sie jetzt ja Selbstgespräche führt und Obszönitäten in Knochenstücke ritzt. Vergiss nicht, ihr alle Dinge zurückzugeben, wenn sie geht. E-Mail da. Die haben die echt wieder rausgelassen? Oder sie ist nicht gegangen, deswegen hat sie ihre Dinge nicht zurückbekommen. Keine Ahnung. Aber irgendwas sagt mir der Name Vera Morey, muss ich gerade ehrlich sagen. Ich weiß ja nicht, es ist halt immer ein bisschen schwer, das dann zuzuordnen, weil man hier halt viele Personen auch gar nicht richtig trifft, ne? Es ist natürlich schwer, dann alles zuzuordnen. Das sind Blutfliegen, okay. Es kann natürlich sein, vielleicht habe ich es auch in... Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich es in Dishonored 1 oder in Dishonored 2 gehört habe. Und es kann natürlich sein, dass ich es in Dishonored 2 vielleicht auch einfach an einer anderen Stelle mal gelesen habe. Weil, wie gesagt, es ist immer schwer, hier wirklich alles im Kopf zu behalten. So, hier ist der Hinterausgang. Hier müssen wir lang. Brauchen wir dafür einen Schlüssel? Ich glaube nicht. Da ist auf jeden Fall ein Typ. Den erledige ich mal. Oh, ich höre hier noch Leute. Irgendwo redet hier jemand. Aufpassen. Vielleicht mache ich erstmal die Tür zu, damit das keiner mitkriegt. Ich stelle mir nur kranke Leute vor, die über Tee und Kuchen Blut spucken. Ich kriege hier echt eine Gänsehaut. Was ist aus diesem Wächter geworden? Hamilton. Ah ja. Die Nachtarbeit hat ihn angeblich in dem Wahnsinn gebracht. Da muss noch einer sein. Ja, der sitzt zu seiner eigenen Sicherheit irgendwo in der Krankenabteilung. War Hausmeister zur Zeit des alten Herzogs Theodanes. Hat so lange hier gearbeitet. Mhm. Ich kann den zweiten halt blöderweise nicht richtig sehen. Doch, sehr gut. Bist du kommt hier her. Was. Aber ich muss es nicht. Shit, ich hab den Helm getroffen, ich Vollidiot. Keine Chance gegen uns. Ganz ruhig, Kollege. Ich hätte den Helm nicht treffen dürfen. Das war knapp. Das ist mir beim letzten Mal schon passiert, dass ich nicht das Richtige getroffen habe. Ich muss echt mal wieder gucken. Hat er gerade echt im Mülleimer geguckt, ob ich da bin? Hilla, die Waldfee, das war arschknapp. Ach, Mist. Ja, das Problem ist, diese Gardisten tragen halt Helme, ne? Das heißt, sie können halt von Betäubungsbolzen nicht durch Helme getroffen werden. Das habe ich nicht beachtet. So, da ist der Wachturm. Den müssen wir, glaube ich, ausschalten, damit die gute... Das ist der Wachturm. Damit unsere gute Freundin hier ankommen kann. Ah, okay, er bewegt sich auch. Das habe ich mich gerade gefragt. Da vorne sehe ich schon wieder 2. Die schalte ich auf gleiche Art und Weise aus und diesmal passe ich ein bisschen auf, dass ich nicht den Helm unbedingt treffe. Ich hoffe mal, der Wachturm sieht mich hier nicht. Man muss bloß aufpassen, wenn er an so einer Klippe steht. Ich muss dringend in ein anderes Stadtviertel. Kann es schnell mal passieren, dass die irgendwo runterfallen. Deswegen habe ich ein bisschen gewartet. So. Erledigt. Sehr schön. Sehr gut. Haben die noch irgendwas dabei? Nein, so, dann schalten wir erstmal den Wachturm aus. Sind hier noch mehr Wachen eigentlich? Oh ja, da unten ist noch eine. Und die sollten wir uns vielleicht dann auch noch kümmern. Ich weiß nicht, vielleicht kriegt die... Ich mache erstmal den Wachturm, bevor irgendwas passiert. Ich warte bloß, bis der steht. Nicht, dass irgendwas noch kaputt geht. So.
Zack. Das wäre das. Jetzt müssen wir den Typen noch irgendwo. Ist er denn? War ich gerade noch hier? Jetzt müssen wir den Typen noch irgendwie erledigen. Zum Glück kriegt er scheinbar nicht mit, dass der Wachturm aus ist. Ich hätte auch einen Plunge machen können. Also einen Angriff von oben. Aber das war mir jetzt ein bisschen zu gefährlich. So, sonst noch einer. Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ich meine, die haben den Turm. Da unten ist Megan. Oh, finally. Wir sind wieder draußen. Wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Sehr gut. Ich leg mich hin, bis sie soweit sind. Ja, ja, nee. Ich würde sagen, wir fahren los, bevor die noch was mitkriegen. Können wir hier weg? Ja, aber sowas von. Das gefällt mir hier nicht. Bereit? Kann ich verstehen. Wir würden hier schnell gesehen. Ja, lass uns zum Schiff zurück. Haben Sie Sokolov gefunden? Nein. Aber Hypatia war der Kronenmeuchler. Was? Das nehme ich Ihnen nicht an. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert, aber es gab ein Gegenmittel, also lebt sie noch. Wenn sie sich an die Morde erinnert, muss sie damit leben. Was ist mit Sokolov? Sie haben ihn einem gewissen Kirin Jindosch überlassen. Kennen Sie ihn? Jeder kennt ihn. Sarkonos Großerfinder. Dann ist er der Nächste. Hoffentlich geht es Anton gut.